doch easy. Das ist so easy. So, meine Lieben, herzlich willkommen. Ich hoffe, das kleine Intro hat euch schon ein bisschen gefallen und macht Spaß auf mehr. Heute sind wir zu dritt unterwegs. Wir sind immer noch in Österreich und wir schauen uns eine ehemalige Untertageverlagerung an, namens Zement. Und diese Anlage besteht aus verschiedenen Gängen, die untereinander teilweise verbunden waren. Einige davon sind auch noch aktiv, durch Privatbesitz und auch durch eine Gedenkstätte. Und wir werden jetzt mal die inaktiven Stellen anschauen. Und ja, was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, hier wurden Panzerteile für den Krieg hergestellt. Und wir befinden uns direkt hier in dem Bereich, wo die Stromunterverteilung war. Ihr seht das hier auch an den Fundamenten. Und da ging es früher mal in den anderen Stollen, die sahen parallel gegraben. Und hier seht ihr einfach mal, wie groß die Dimensionen sind. Und wir laufen hier komplett durch Wasser. Zum Glück habe ich wasserfestes Schuhwerk, ansonsten wäre das schwierig. Schaut mal, wie viel Wasser hier drin steht. Und wir trennen uns ein bisschen, weil ansonsten wird das schwierig mit der Kommunikation, beziehungsweise er möchte ja ein YouTube-Video drehen, ich drehe ein YouTube-Video und gleich werden wir an irgendeiner Stelle wieder zueinander finden. Aber erstmal gehen wir getrennt voneinander. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich gucke auf jeden Fall schon die ganze Zeit auf den Boden. Und wenn man das mal anschaut, vom Boden bis zur Decke, sind ungefähr 6-7 Meter. Und wir sehen auch hier wieder ganz klassisch die Bahnschwellen, die ehemaligen, die wurden rausgenommen, um hier Loren reinzubringen und dann Abraum abzutransportieren. Da vorne sehen wir auf jeden Fall schon ein bisschen Nebel. Draußen ist nämlich relativ warm, 24 Grad, obwohl es schon spät ist. Und hier drin sind es gefühlte 14 Grad. Und je tiefer wir reinkommen, desto kälter wird es natürlich. So, hier haben wir auf jeden Fall Verbruch. Und es hört sich so an, als ob wir nicht alleine sind. Aber ich glaube, das ist Anbildung. Und immer gab es diese Verbindungsstollen. Da seht ihr auch, teilweise vorhanden, teilweise verschlossen. Hier vorne ist ziemlich viel zusammengeschweißtes. Eine Schießbanne alte ist auch hier, direkt parallel zu uns. Und schaut mal, wie riesig das ist. Jetzt haben wir natürlich hier extrem Nebel, eigenes Wetter. Mal gucken, ob wir gleich von nah ein bisschen bessere Aufnahme kommen. Kollege spielt mit Licht. So, hier kann man, glaube ich, ganz gut erahnen, wie hoch die Decke ist. 10 Meter ist die Decke und 10,30 Meter breit. Und auch heute kommen immer noch Geröllmassen hier runter. Man sollte sich also nicht zu lange hier aufhalten. Ja, das ist natürlich eine dicke Suppe jetzt gerade. Schwierig für euch, hier irgendwas zu sehen. Für mich geht es eigentlich, aber ich glaube, durch das Licht hat man ziemlich viele Brechungen. Boah, das ist schon bemerkenswert, Leute. Wirklich bemerkenswert. Schaut mal hier, diese riesigen Brocken an. So, wir sind jetzt 250 Meter circa in dem Berg drin. Und immer auf den Fußboden gucken. Martin, du weißt das. Hier haben wir sogar noch eine Bahnschwelle. Da geht es nach links. Verbindungsstollen. Hier ist ein Ende schon. Hier können wir gar nicht bis zum Ende gucken. Wir gehen erstmal in den ausgebauten Teil. Mhm. Okay. Wir gehen. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit.
Ja, sehr, sehr hoch. Also wir gehen jetzt in den ausgebauten Teil. Ja, ich melde mich gleich nochmal wieder zur Verbindungsstollen. Nee, da muss ich los. Ja, aber ist doch ein Verbindungsstollen. Ja, ach so, Verbindungsstollen. Ach so, nee. So, da versperrt ist ein Hindernis reserviert, aber das ist auch drin. Das bedeutet, es geht tatsächlich weiter. Würde ich sagen, weiter deines Amtes. Filme er mich. Das wird auf jeden Fall eng, Leute. Aber wir schaffen das. Wie so ein Spinnennetz. Dass man nicht unbedingt irgendwo hängen bleibt. Ja. Das haben die auch schon ein bisschen. Guck mal, ein Puppenfuß. Da haben wir einen Puppenfuß. Ja, aber wir sehen ja, wie man es machen muss, ne? Das schaut auf jeden Fall graziös aus. Wie eine graziöse Grazielle. Man möge mir meinen Rucksack und die Kamera geben. Ich filme euch dann. So, durch das Spinnennetz sind wir gerade durch. Man muss echt aufpassen, dass man seine Hose nicht zerstört. Hier haben wir noch einen alten Bohrer aus der damaligen Zeit. Und jetzt sind wir in dem alten Schießstand. Und das ist der sogenannte Kugelfang. Hier hat man drauf gebolzt und von da hinten an. Wie viel Meter hat man? Auch bestimmt 150, 200, ne? 200, irgendwas mit 200. Ja. Die Dimension an. Das ist riesig. Schaut mal. Das ist einfach brutal. Aber das will ich mir erstmal angucken, hier den Kugelfang. Und vielleicht finden wir ja noch ein paar Projektile hier auf dem Boden. Hier kommt. Ja. Ja, ist aber ein ganzes Stück. Ja, wir sind ja schon in der. Guck mal, gerippt. Nein, das ist der Kugelfang von der anderen Seite. Guck mal, was ist denn das? Ist das Lampe da oben? Ja, ne? Lampe, ja. Ja, Lampe. In dem Stollen schießen die. Ja. Also hier hinten trifft das nur auf und saust dann in den Stollen. Das ist der Schießstand. Was ist das denn? Das hier stehen vorne am Einsatz. Die schießen das auf. Die schießen die Schießstand. Guck mal an, hier ist alles durchgeschossen und alles hier so Schrot müsste das sein, ne? Das die Treibspiegel, genau, wo der Schrot mit rauskommt, ja. Hunderte. Ja, hier ist ein Feuerlöscher, durchsiebt. Aha. Ja. Auf einer normalen Schießbahn absolut verboten, ne? Mit Schrot? Nee, überhaupt auf solche Dinge zu schießen. Ja, auf Sachen zu schießen. Ja, ne? Ja, ja, aber hier. Hier ist das egal. So sieht übrigens Schrot aus, wenn Schrot irgendwo drauf kommt. Hier haben wir irgendein Projektil. Das zeigen wir gleich mal dem Mäcki. Ach, hier liegt ja alles. Also hier finden wir ja. Leute. Schaut mal hier. 9 mm. Und eine Pupsdrohne. Boah, die sind richtig schwer, die Dinger. So, Mäcki ist gerade mit Film beschäftigt. Dann gucken wir noch mal ein bisschen hier auf den Boden. Schrot. Also, definitiv spannend hier, oder? Ja, und hier irgendein elektronisches Ding. Über die Jahre, wahrscheinlich Jahre, ist sogar hier das relativ, oh, das ist sogar recht stabil, komplett zertrümmert, mega. So, wir schließen mal auf und dann zeigen wir gleich mal den Fund. Schaut mal hier, wie riesig, 10 Meter mal 10,30 Meter. Oh. Eine Hülse. Also man schießt hier also auch aus der kürzeren Distanz mit Pistole und natürlich auch mit Schrot. Und hinten wird dann wahrscheinlich, werden dann die großen Hülsen liegen. Und hier sehen wir auch einen ausgebauten Fußboden. Hier waren die Produktionsstätten dann drin für die Panzerteile.
Oh, es muss gerade schön Zwiebeln auf den Ohren. Vielleicht. Schaut mal. Das ist unser Fund hier. So, jetzt können wir den Fund mal hier ein bisschen drapieren. Da. 9,66 Meter. Die hat es richtig in sich hier. Das ist bestimmt 9 mm. Mackie kennt sich bestimmt aus hier mit dem Patron, ne? Ja, wir haben 9,66 Meter hohe Decken. Ah. Das ist 45, Kaliber 45 ACP. Das ist 9 mm, das ist Kaliber 45. Das ist zu verformt, das auch. Ne, das ist 45er. Das sind auf jeden Fall Kurzwaffengeschosse. Hier ist 9 mm, da sieht man noch Züge. Mhm. Ne, beziehungsweise Felder, ne, wo das durchgedreht wurde. Durch das. Wiegen ganz schön was, ne? Wenn man das ist mal Blei. Mhm. Da ist Blei in der Mitte drin. Ne? Also die haben einen Kupfer- oder Messingmantel. Mhm. Und ja. Also hier hast du gesehen, 9,66 Meter Höhe. Ja, das ist schon hoch. Ich habe eine Messung gerade gemacht. Steck mir das mal ein, wir machen gleich noch mal ein paar Messungen. So. Boah, schau mal. Kannst du noch mal in die Richtung fahren, Leute? Ja. Weiß man, wofür die Kanäle sind hier? Hier, das hier. Weiß ich nicht. Ob kann, da irgendwas Kabel laufen sollte oder Ablaufrollen oder also links wie rechts sind hier Mitte noch. Ah jo. Vielleicht war ein Schlitten oder so ein Kran. Kran! Vielleicht war hier ein Kran drin. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber macht bei was. Aber gerne einmal? Ja. Mal hier gibt es so Unterteilungen. Ist das Holz noch, ja? Ja. Das bedeutet, es war also kein Kran. Nee, das ist irgendwas. Ja, oder das ist noch das Schalholz, ne? Achso, dass es nie fertig wurde, ne? Das hier waren Ziele aufgestellt. Ja, danke. Aha. Haben wir in beide Richtungen geschossen? Ah, da ist eine Kamera. Sehr schön. Ja, du kannst mal hier auch. Also dort bist du wohl nicht, aber haben wir zwischendurch gemacht. Mhm. Die haben dann auch hier Kaffee dann auch drauf. Mhm. Ne? So, man sieht, dass er hier reingeschweißt. Ne? Das ist auch da ist schon was Dickeres. Ne? Stahl. Ne? Mhm. Noch da oben aber. Ja, auch in die Rohre hier, ne? Wo das halt überall rein ist. Also hier ist ein bisschen dicker in zwei Platten und hier sieht man richtig den Treffer. Ne? Das ist schon Wahnsinn. So, wenn man jetzt mal geht. Auch hier wieder. Oder hier, das ist ja komplett verformt hier, Leute. Die zerlegen sich halt die Geschosse. Ne? So, und dann sieht das so aus. Das sind Mäntel von diesem Teilmantel geschossen. Ne? Mhm. Siehst du, und da Kaliber 45, da siehst du noch Zug und Feld. Ne? Mhm. Zug, Feld. Da liegt hier alles voll von. Okay. Ja, ist alles voll. Die zerlegen sich halt hier komplett. Ja. Die Tür hat man hier beschossen. Die ist in der Mitte schon durch. Hier steckt noch eins. Oder hier ist so ein Mantel. Doch, guck mal, hier kannst du es gut sehen. Wenn ich das jetzt raushole. Das ist hier trudelnd reingeschlagen, reingesaust. Ne? Schräg angekommen. Und wenn man es rausholt, ist da das Blei drin. Mhm. Das ist noch ein Stück Berg. Warte. So, das ist das fertige, deformierte Geschoss. Mhm. Möchte man nicht in deinem Körper haben. Nein, und meinst du, wir finden noch Patronenhülsen vom Gewehr? NATO oder so? Ich habe hier noch gar keine Gewehrpatronen gesehen. Auch die Projektile sind alle Kurzwaffen. Okay.
Hier ist richtig schön aufgepilzt. Das sieht schon geil aus, ne? Also das ist irgendwo hart drauf gekommen und so deformiert. Also wenn das ein Knochen trifft bei euch im Körper, sieht das auch so aus. Dann kommt das ins Traumeln und schlägt halt, reißt halt ekelhafte Löcher. Ne? Also unschön. Und hier die Dosen. Also die haben mir richtig Geld versenkt, ne? Ja, die Munition ist teuer geworden jetzt. Ich weiß ja nicht, wann die das letzte Mal geschossen, aber so ganz alt sieht es noch nicht aus. Da waren wir ja gerade. Wenn ihr eine Idee habt, was diese Führungsschienen oder was auch immer das sind, sein könnten, das könnte vielleicht Kanalisation sein. Aber links und rechts hier ist ja kein Wasser drin, deswegen würde ich sagen, das ist nicht für Abwasser. Das ist auf jeden Fall für Abwasser. Ach, die haben das gespannt mit den Dosen und haben dann auf die Dosen geschossen. Lohnt sich? Ja, hier wird es gleich. Also hier wird es gleich egal. So. Ja, dann gehen wir da hin. Für euch jetzt nur ein Grund, wie es ist. Hier ist noch das originale Bauholz. Das haben die zum Bauen, zum Abstützen halt benutzt. Mhm. Ja. Da hinten brauchen wir nicht runter, da ist jetzt gleich blind Ende. Ja. Siehst du, geht ja nicht weiter. Die andere Seite ist interessant, da kann ich richtig erklären, wie die Produktion, also wie die das hier aufgefahren haben. Mhm. Sehen wir jetzt gleich, sobald wir die unten sind, erkläre ich dir das da unten. Das ist super, super gut hier. Hier haben wir noch Bohrer überall an Stecken und so Kram. Schon Holz, was schon zur Erde wird hier. Mhm. Erde zu Erde. Ja. Ja, auch wieder so. Und das ist, komm du auch mal, stell dich mal neben Jörg. Möchtest du das erklärt haben? Mhm. Weil hier kann ich das super erklären, in die Richtung leuchten. So, ihr seht, es ist wie so eine Pilzform, ne, der Raum. Er geht nach oben auf und ist in der Mitte ein bisschen verjüngt. In der Mitte ist der Pilotstollen, den hat man zuerst reingegraben, das ist die Mitte. Dann ist man höher gegangen, also hat das abgestützt, oben, da lag Holz drüber, und hat nach oben ausgearbeitet. Und als man die Dimension hatte, die Höhe, die man wollte, ist man nach links und rechts gegangen, hat das rausgesprengt, das Abhut nach unten, also den Abraum nach unten weg und raus aus dem Stollen. So, und der letzte Ausbauschritt wäre jetzt gewesen, links und rechts diese Pilzform abtragen. Und dann wäre die Dimension, die man haben wollen würde, wäre fertig gewesen. Ich kann dir mal eine Grafik, kannst du ja einspielen, wenn du willst, hat man ja schon mal drüber gesprochen, da könnt ihr euch das mal angucken, wie das im Detail aussieht. Mhm. So, und hier war noch das originale Holz. Und nochmal der Blick zurück. Hier hat man den Abraum anscheinend gar nicht mehr weggebracht. Schon spannend. Jetzt kann ich mir das auch vorstellen, wie sie das bei dem Atombombenbunker gemacht haben in Berchtesgaden. Und das noch als Kabel. Oh, da oben sind noch die Bohrer, Leute. Da, drei Stück sind da noch. Vier sogar. Das ist aber sehr nervig, nicht zu porös, wenn der ganze Scheiß da runterrollt. Da vorne war irgendwo eine bessere Stelle, mal. So, hier sind die Bohrer noch drin. Bohrer, mhm. Meinst du das hier? Ne? Wort mit Presse, Wort, was hier reingebohrt, dann Wort geschickt. Wenn wir gerade die Vorhorge, auch viele Zwangsarbeiter hier nebeneinander gearbeitet haben. Und wie lange? Jeden Tag? Stellt euch vor. Ihr habt eure 10-12-Stunden-Schicht, ich weiß nicht, wie lange man damals gearbeitet hat.
Und da hatte man seinen schweren Presslufthammer. Der Kollege direkt nebenan. Man weiß nicht, wie lange das Ganze noch geht. Man weiß nicht, ob man das überlebt. Und dann muss man hier dieses schwere Gestein raushämmern. Tag ein, Tag aus. Boah. Leute, das ist nicht so cool. Deswegen, also ich erzähle ja gerne mal die Geschichte der Technik und der Waffensysteme bei mir auf dem Kanal. Aber hier wird das mir das erste Mal wirklich bewusst, natürlich neben KZ Auschwitz und Co., wie das damals gewesen sein kann, dass man hier erstmal so einen Gewaltmarsch machen musste. Dann hat man seinen Platz, seinen Arbeitsplatz eingenommen. Dann hat man vielleicht nicht genug gegessen, man ist vielleicht geschwächt, man ist vielleicht krank, vielleicht hat er einen Durchfall. Und dann muss man seinen Soll hier erledigen mit so einem riesigen Bohrer. Alter Schwede, das möchte man sich nicht vorstellen. Da ist mir gerade also ein bisschen Gänsehaut auf meinen Händen, meiner Haut. Das ist schon krass. Schaut hier, das ist wieder ein Arbeitsplatz. Also mindestens mal hier so alle 8 Meter hat man einen Arbeitsplatz. Vielleicht auch näher. Und dann weiß man ja auch nicht, ne? Also stellt euch vor, ihr haut hier diesen Bohrer rein. Man hat natürlich irgendwann Erfahrung, wie viel Gestein hier wegbricht. Aber so genau kalkulieren, weiß nicht, ob man das kann. Heftig. Also hier, das ist wirklich krass. Ich weiß gar nicht, ob man es gesprengt hat oder sprengen wollte. Ich gucke gerade, ob wir irgendwo Dynamit oder so finden. Krass, das ist wirklich krass, Leute. Also, traurig, traurig. Und hier hat man den Berg noch weiter aufgefahren. Dahinter befindet sich was ganz Interessantes, da kann man nämlich sehen, wie der Stollenausbau, der fertige Ausbau, wie man das gebaut hat. Und davon waren die Amerikaner so fasziniert, die konnten sich das gar nicht erklären, wie man das so schnell und so gut und so trocken machen konnte. Die haben alle Unterlagen und alle Ingenieure, die das damals mitentwickelt haben, dieses Verfahren, mit in die Staaten genommen und man hat von den Deutschen im Stollenbau gelernt. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Genau, was gucken wir uns jetzt mal an? Das ist spannend. Genau, und wir gucken uns nochmal rückwärtig den Pilz an. Das ist der Basisstollen, der Mainstollen. Und dann hat man oben alles rausgebrochen und ihr seht, die waren relativ weit oben angebracht. Also man hat anscheinend nicht gesprengt, sondern hat die rausgebrochen mit den Bohrern. Und hier sehen wir den fertigen Stollen. Mäcki hat es gerade schon erklärt. Hast du hier schon mal gemessen? Was? Misst du hier auch noch? Ja, Mäcki misst noch mal. Weil das sieht mir mehr aus, 10 Meter aus. Okay. Also ja, ein bisschen. So, die Breite, warte, können wir auch mal eben machen. In der Breite. Dann schaut mal hier. Das ist doch ein altes Belüftungsrohr oder Entlüftungsrohr. Original. Ja, natürlich. Das ist schon krass, Leute. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall nochmal gezielt auf den Boden zu schauen. Und wir gehen natürlich. Gehen wir durch? Aber dahinter erwartet dich alles. Ja? Dahinter erwartet dich alles. So. Willst du das auch mal? Willst du das rausholen? Ich schlüpfe mal eben durch. Wir alle, oder? Ja, ja, wir müssen da alle durch. Mhm. Wir checken nochmal kurz den Boden für Martin ab, damit Martin auch Bescheid weiß, ob wir hier, da vorne ist die Spinne, wo wir gerade durchgegangen sind. Also, das ist schon bemerkenswert. Nein. Oh ja, oh ja. Das ist der fertige Ausbau. Das ist natürlich krass. So Leute, da müssen wir jetzt auch durch irgendwie. Und Mäcki hat ja, der hat ja eine Athletenfigur und wir haben eher so eine Ballletenfigur.
Ein bisschen seitlich versetzt. Ja. Ja, winde dich durch. Ja. Eieiei, Leute, das wird auf jeden Fall. Gabst du dem Tesla nicht Gleitcreme? Wo ist denn die? Schon verbraucht. Schon verbraucht. Schon ist er drin. Ich habe eine Idee. Soll ich mal vorgehen? Ich zeig dir mal, wie dicke das machen. Da kannst du ja von außen auch filmen, ne? Genau. Ja. Und hier. Ist das an? Nee, der läuft, ja. Okay, nimmt auf, ne? Okay. Ja, ja. Das ist am besten auch noch. Mach mal auf dem Rückweg, mach mal Dings aufladen, ne? Ja. Muss auf jeden Fall erst den Körper durchmachen. Ja, kannst du auch. Nee, geht nicht anders. Ja. Das ist sehr eng, aber für euch ist jetzt kein Loch zu eng. Das ist schon. Ich hab gerade noch einen Abendschau gefunden. Da geht doch. Danke. So gut, dass mir Material null wichtig ist. Kannst du rückwärts, vorwärts, wie du willst, hast du ja jetzt gesehen. Zweimal. Mach vorwärts, das ist so einfach. So, Aufnahme. Ja, klar. Ja, ich film du. Ich helf den jungen Mann. Ach, guck mal. Ja, obenrum ist er halt, oder? Und jetzt untenrum wird's. Das schaffst du aber. Pressen. Ja, wunderbar. Und da ist er schon. So Leute, wir sind jetzt drin in dem ausgebauten Teil. Ja, über uns ist halt auch noch was. Aber da fehlt der Mackie gleich noch ein bisschen was zu erzählen. So, und jetzt scheint es wirklich spannend zu werden, Leute. Hier ist nämlich die Anlage tatsächlich in Betrieb gewesen. Und hier, oh, ja, komm mal hier. Hier liegen sie. Hier liegt das alles, ja. Warte, ich stelle mich mal. Oh ja. Oh ja. Das ist ein Musinagant. Oder irgendwie sowas in der Form. Ein was bitte? Musinagant, das russische Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Platzpatron. Das ist oben aufgeplatzt, ja. Platzpatrone. Das ist eine 556, also 223 im Zivil, NATO, Standard. Das müsste Kalaschnikow sein. Das ist Kalaschnikow. Ach, die ist ja klein. Ja. So, das ist ein anderes Kaliber. Ne, das ist auch wieder hier das russische. Ich weiß aber nicht jetzt. So, ich glaube, für Olli wäre das gerade hier ein Traum, der liebt solche. Das ist 22 LR, also dieses Long-Rifle, Kleinkaliber lang. Mhm. Ja. Darf man sowas haben, ja. Ja, aber ich gebe dir neue. Ich habe da so ganz so viele von. Kannst du auch demnächst sammeln, wenn wir jetzt zusammen auf den Schießstand fahren. Ne? Mhm. Also das haben die hier alles. Und das ist ganz normale 9mm Patronen. Ja. Ja, die haben die schon gut rumgeflackt. Oh ja. Ist das Messing oder was haben wir hier? Messing und Stahl. Oh, Stahl. Also, wenn ein Messingpreis hoch ist, kann man hier wahrscheinlich ein paar Euros machen, oder? Ja, ja. Das ist. Guck mal, ist das alles voll. Schwer. Ja, klar. Die haben das hier einfach hingekippt. Was will man damit? Ne? Mhm. Wir schmeißen die halt auch immer weg. Wann ist das alles? Als der Schießstand noch aktiv war. Der ist halt nicht mehr aktiv. Ne? So, aber erst uns mal um die Anlage kümmern, genau. Ja, ich bin schon dabei. Aber nicht unbedingt vor diesem Hate Speech da vorne. Wenn man das mal so. Ja, genau. Okay, das ist auch Hate Speech. Ja, ja. Guck mal, sogar noch originell. Nee, oder? Könnte ja original sein, ne? Da oben die Keramikfassung. Ja, könnte. Okay, let's do this. So, wir befinden uns jetzt hier in der fertigen Produktionshalle. Hier unten war die Produktion, fertige Hallenboden. Und der Stollen ist nicht, also der gewachsene Stollen ist nicht mehr zu erkennen. Man hat das hier vorgesetzt. Über uns befinden sich Testlabors, Schreibstuben, Administration, Bauzeichen, also alles, was quasi von der Industrie geplant werden muss, erprobt werden muss, hat über uns stattgefunden. Und da drüber ist nochmal eine Etage, da läuft die ganze Versorgung einher. Und ganz interessant hier ist, da vorne ist so eine Luke, da gehen wir jetzt mal hin, dass ihr versteht, wie dieser Stollen aufgebaut ist. Das ist ultra interessant und absolut revolutionär. Und das fanden die Amis toll. So, und die fanden den so toll, dass sie hier
einen Trawler hingetan haben für ein Schiff, für ein Boot. Also diesen Ausbauzustand habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Auf jeden Fall ganz besonders. Und wenn man jetzt mal hier reinguckt, haben wir da den fertigen Stollen. Den Lackenfels. Hier unten ist eine Ablaufrinne. Mhm. Das ist nur vorgesetzt. Mhm. Hier ist Backstein und das sind Fertigelemente. Die Träger eingezogen, Fertigelemente reingepackt, zusammengespachtelt hält. So. Wenn man da jetzt mal reingeht, dann kann man reingehen. Willst du mal mitkommen? Mhm, geh vor. Genau wie bei dem anderen hier. Also das gucken wir uns da auf jeden Fall noch an. Aber erstmal werden wir an Mackie folgen. Kann man das sehen? So? Oh. Ich stelle mich mal ein bisschen weg. Der Jörg kommt auch noch gerade rein. Oh ja, Bitumen bestrichen. Ja, ganz genau. Immer noch nicht. So, kannst du die Kamera... Achso. Seht ihr die Rundung da oben? Ja. Man hat das rund gebaut in Elementen. Und habe das mit Bitumen angestrichen. Das Wasser von dem Berg tropfte quasi auf die Bitumenschicht, floss über die Wand ab, nach unten in die Rinne und wurde rausgeleitet. Und so hat man super schnell, also wir können im Prinzip hier einmal drumherum laufen, hat man super schnell diesen Stollen auskleiden können von innen. Mit einem Minimalaufwand, weil das waren fertige Teile, die wurden einfach im Berg gegossen, ja, hat man hier zusammengefügt, angestrichen mit Bitumen und fertig. Ihr seht das, das hat 1,20 Meter teilweise hat das Luft. Deswegen hat man so hoch ausgebaut und hat das einfach nur reingesetzt. Das war absolut revolutionär für seine Zeit. Also die Amis haben das alles mitgenommen. Das ist absolut beeindruckend und das ist auch die einzige Anlage hier, wo man das so in der Form beobachten kann tatsächlich. Stark. Mhm, wirklich stark. Das ist beeindruckend. Also mich beeindruckt das wirklich, wie weit man damals da im Zweiten Weltkrieg war. Das ist Wahnsinn, ne? Ein Stollen im Stollen. Krass. Und man sieht da 13-3, 13-3, 16-3, 13-3, 13-3. Aber warum ist denn 16-3 dabei? Die sind also quasi am Boden schon beim Gießen, hat man den Nummern gegeben, damit man die hier. Die sind original, ja. Die Nummern drauf, die sind original. Mhm. Hier oben müsst ihr mal gucken. Ja, das ist alles original. Irgendwo sind da auch noch Jahreszahlen. 42 und 44 habe ich beim letzten Mal hier unten gesehen. Das sind alles originale Zahlen noch. Ne? Mhm. Und ihr seht da, so hätte das drüben auch aussehen sollen. Also die haben das hier reingebaut. Ich weiß nicht, was es war, warum man das gemacht hat. So in der Art und Weise. Mhm. Aber es sollte drüben auch genauso integriert werden in diese fertige Produktionshalle. Aufzug vielleicht? Habe ich auch überlegt, aber da oben ist zu. Jo. Da ist keine Verbindung nach oben. Jo. Pass auf, das Titanit, das geht schnell relativ schnell. Da schon mal originale Stromverkabelung. Ja. Und hier ist ein Corpus. Corpus Delicti, aber abgeschlossen. Also habe ich so noch nie gesehen. Nee, ist absolut einmalig. Mhm. Ist auch nur hier in der Form zu sehen. Das ist wirklich einmalig. Eine Treppe, oder? Ja, eine Treppe. Eine Treppe. Ja, das ist alles klar. Ja, das hat eine Nachnutzung gehabt. Boah, was haben Sie denn hier für einen Müll? Ist Kugelfang, oder? Ja, Kugelfang von der anderen Seite. Das ist Stadt Nummer 2. Und da sieht man die obere Etage, Leute. Genau. Da kann man es schön sehen. Das ist ja super. Da sieht man, das ist die Decke hier. Wo ist denn die zweite Etage? Da drüber, wo der ist zweite Bogen. Das Ding ist da? So ach so, ganz Kriegsgarten. Ja, das ist halt nur für die Versorgung. Ja, ne? Das. Da sieht man schön den Ausbau, so ja. Wie es fertig aussehen soll. Ne? Oh. So, da drüber Planungsbüros und Testlabors und hier unten tatsächlich die eigentliche Produktion. Und hier auch wieder alles voll. Also wer bringt denn hier den Müll mit rein? Die schießen da drauf, das schmeißen die alles einfach rüber. Das ist halt Kugelfang, ne? Ja, ja. Dass das hier nicht durchschlägt, so haben die das damals gemacht. Guck mal, ich weiß nicht, Alter. Was noch in Betrieb ist. Guck jetzt schmeißen einfach die Öfen hier rüber. Ja, ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, natürlich. Den, über die Jahre, wie viel da zusammenkommt.
Es ist einfach unvorstellbar. Hier ist alles voll. Ja. Alles voll. Das ist wirklich crazy. Einzigartig, diese Anlage. Motorblock, ne? Komplett zerschossen, ne? Ja. Kleines Motörchen, Block. Also Zylinder. Ach, guck mal, hier von einem K-Hi-Fi, so ein Kondensator, haben sie auch zerstört. Ja. Unnormal. Unnormal. So, meine Freunde, also tatsächlich nochmal richtig spannend geworden durch die Munitionsfunde, die wir hier haben. Also wir haben verschiedene Kaliber noch scharf gefunden. NATO-Munition, K98 Kark war dabei und Kleinkaliberpistole haben wir auch gefunden. Und ja, das war schon aufregend, gerade die ganzen Patronenhülsen durchzuforsten und dann dabei scharfe Munition zu finden. Unfassbar. Und jetzt gehen wir gerade zurück. Die zwängen sich gerade dadurch. Und dann fahren wir auch so langsam nach Hause, weil wir haben heute echt viele Schritte gemacht, viele Kilometer gemacht. Jetzt bin ich tatsächlich wieder ein bisschen fitter, hatte echt einen krassen Durchhänger. Aber jetzt gerade geht es wieder. Also die nächste Anlage könnten wir eigentlich auch machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Drehen, drehen, drehen. Genau, so. Jawohl. Jetzt geht's. Und jetzt Rolle rückwärts noch. Ja, gar nicht so einfach. Ich habe tatsächlich mit einer 308 draufgeschossen. Also mit einer 762 mal 51 Patronen. Geil. Das ist ja schön, man alles nur gut. Das ist Bunkerromantik, was wir hier machen. So, Leute, also. Wir sind jetzt aus dem Stollensystem raus, haben jetzt hinten die Möglichkeit, wir haben uns gerade mal die Karte angeschaut, den Museumsteil zu umgehen. Aber es gibt hier noch einen rudimentär ausgebauten Stollen. Je weiter man kommt, desto weniger war der Stollenbereich auch ausgebaut. Und das zeige ich euch jetzt mal. Der nackte Fels. Nach da bitte, volle Suppe. Da sieht man gar nichts. Nee. Aber das könnte Museumsstollen da hinten. Ah nee, da ist noch eine Produktionshalle. Und ordentlich Nebel in der Anlage. Das Schöne ist, wenn Mackie dabei ist, brauche ich gar nicht so viel zu reden, der macht das schon. Ja. Hier gibt es ja nicht viel zu sagen, es ist halt ein Trümmerfeld. Ne? Ja. Ja, selber. Mal gucken, mal das aufnehmen, dann passiert da nichts. Achtung, ich lösche. Wir überlegen gerade, was passiert ist. Ob man hier auch einen ausgebauten Stollen hatte wie drüben. Und man hat ihn dann hier einfach zum Einsturz gebracht. Aber schaut mal, wie klein und porös das ist. Also da muss man hier schon ordentlich gesprengt haben. Teile sind noch vorhanden. Und schau mal, das ist auch mit Bitum angestrichen. Okay. Ja, keine Ahnung, warum das hier so ist. Da ist der Gedenkstollen hinter. Das bewährt ist, also da sieht man die Armierung, die Gewehre, den Stahl im Beton. Und hier sind die Fundamente von den Maschinen. Also das sind die Maschinen. Ja, ich habe einen rumgesprengt, abgerissen. Ich würde sagen, das sind die Steine von dem Rahmen hier. Man hat die Anlage gesprengt nach dem Krieg, weil man nicht wollte, dass sie weiter benutzt wird. Aber dann hätte man natürlich auch den Rest sprengen können. Nicht so ganz eindeutig, oder? Bitum hier. Oh! Kein. Das ist der Gedenkstollen. Dahinter stehen die. Hier sind wieder Maschinen. Das ist ähnlich aufgebaut wie vorne. Was ist die Anlage? Wie dicht die ist über dir? Ja, der ist schon brutal. Und da sind sogar noch originale
Isolatoren da oben. Hier war also Strom aufgebaut, vielleicht ein Dieselaggregat oder mehrere. Ach, das ist doch der Eingang, oder? Ja, das ist der Eingang, Leute. Und man hat hier in einer Flucht die Stromgeneratoren gehabt. Mega. Und hier hat man zugemacht, weil dahinter der Gedenkstollen ist der aktive Teil. Und da sieht man, ey, guck mal, ganz kurz, guck mal, das ist da oben der Versorgungsschacht. Ja, genau. Und da ist der. Ja, da gehen wir jetzt nochmal hin. Das ist interessant. Die haben das hier also gesprengt. Ja, und guck mal, da vorne hast du noch den richtigen Ausbau. Ja. Ja, also da müssen wir jetzt auch nochmal eben hin. Unbedingt. So, also die Trümmer, die hier auf dem Boden liegen, sind also zum sehr, sehr wahrscheinlichen Teil der Rahmen, den wir gerade gesehen haben. Man hat hier wirklich massiv Arbeit reingesteckt, damit das so pulverisiert ist. Und hier sehen wir, das ist aber ein alter, das ist anders als in dem anderen. Müssen wir gleich mal Mickey fragen, ob der uns sowas dazu sagen kann. Weil hier hat man anscheinend den Guck mal, hier hat man den Stollen komplett ausgeschaltet, oder? Ja, genau. Und so sieht das drüben in der anderen Anlage aus. Ne? Okay. Aber nichtsdestotrotz, du siehst ja, es hat schon angefangen. Mhm. Du siehst ja, das ist die komplette Halle, die hier liegt. Ja. Guck mal, links und rechts. Siehst du? Ja, da, ne? Da war das Ding dran. Die haben einfach die ganze Halle abgerissen. Alter. Vielleicht sind die auch mit einer Maschine reingefahren. Wahrscheinlich. Ja, die werden gar nicht gesprengt. Ja, die werden wahrscheinlich nicht gesprengt haben, sondern die haben das abgerissen. Auf jeden Fall sieht man das mal schön, was oben da. Versorgung und die mittlere Seite, die linke Seite da, das ist die Tür zu den oberen Büroräumen und Labors und was da nicht alles rein soll. Ne? Oh, krass. So, hier kann man es auch nochmal schön sehen, wie sie ausgebaut wurde. Ne? Eingangsbereich, also hier hinter ist der Eingang. Ist verschüttet. Und das war natürlich dicker verstärkt. Ne? So, dickster Stahlbeton. Das ist der Eingang. Hatten die ein Tor oder so? Oder war einfach offen? Ja, konnte zugemacht werden. Ne? Mhm. Nicht gasdicht, aber halt wegen Fliegerbeschuss und sowas. Ne? Und das ist schon gigantisch tatsächlich. Ja, das ist wirklich bombastisch. Bombard. Und da nochmal der Blick in die Anlage selbst. So, wir sind jetzt im vorletzten Stollenbereich. Der ist etwas anders aufgebaut als der andere. Hier finden wir auf jeden Fall wieder einen ausgebauten Stollenbereich. Teilweise ausgebaut. Der Boden ist drin. Wir finden auch ganz viele Bohrgestänge an der Decke. Hier direkt über uns. Und hier ist die Kondensluft oder der Kondens. Dampf ziemlich dicht und da gehen wir jetzt mal drüber. Da kommen wir her. Und hier ist der letzte von hier aus begehbare Stollen. Es gibt noch einen weiteren, der ist aber blind. Den kann man von hier nicht erreichen. Puh, die Luft ist hier gerade nicht ganz so gut. Und hier hängt einfach ein Bohrgestänge runter. Direkt. Oh, jetzt ist es wieder richtig warm. Oh, hier ist Ende. Aber ich glaube, man kann da lang, sagte er gerade. Gehen wir da hoch? Gehen wir hier hoch? Hier hoch? Ja. So, also wir müssen da hoch. Oh.
Das ist noch mal richtig gigantisch. Da vorne ist eine Tür. Und da müssen wir jetzt irgendwie runtergehen. Also wie gesagt, ihr hört es an meiner Atmung. Sauerstoff ist hier nicht ganz so geil. Aber noch absolut im grünen Bereich. Auch hier wieder so leicht pilzig ausgearbeitet. Aber die Pilzform ist nicht mehr ganz so gut zu sehen. Schaut mal hier. Da ist schon ordentlich was abgeräumt worden. Und der Verbruch, da stehen wir gerade drauf. So. Mega. Also richtig, richtig groß. Da vorne ist eine Tür, ich bin mal gespannt. Ah, okay. Dann machen wir nicht wieder viel Licht. So, und in dem Bereich hat man den schon auf der maximalen Breite. Rechts auf jeden Fall, hier links noch nicht. Und dann geht es immer höher. Da seht ihr das mal. Wie hoch die beiden noch sind. Das sieht so krass aus. So, mal gucken, wie weit wir rankommen. So, wir haben uns, glaube ich, mit einer Tunnel vertan. Da geht es tatsächlich noch weiter. Wir gucken uns das mal an. Guck mal. Aber das ist der Gedenkstein. Jo. Jetzt kommen wir in den kompletten. Siehst du, das ist erster Bauabschnitt hier? Ja. Ne, zweiter. Pilot schon. Aha. Hat man schon auf die Richtung und jetzt hätte man nur noch oben arbeiten müssen. Ne? Krass. Boah, ist das groß. Boah, das ist einfach riesig, Leute. Das ist einfach riesig. Hier seht ihr nochmal schön auf einer großen Fläche, wie damals diese Röhre in den Fels gehauen wurde, damit man, wenn man hier drin gearbeitet hat, nicht das Gefühl hatte, man arbeitet hier in so einem nackten Fels, sondern man hat ja dann wirklich in einem ausgebauten Fabrikgebäude gearbeitet, kann man schon fast so sagen. Hier sind die Bitumen. Da läuft das Wasser runter und da dann in die Drainage. Aber ist heute aktuell sehr trocken. Meine lieben Abmoderation, wir werden jetzt die Sachen zusammenpacken. Dann werden wir uns wieder durch dieses kleine enge Löchchen da raus schälen. Der eine kriegt es besser hin, ich kriege es wahrscheinlich ein bisschen schlechter hin. Aber ich hoffe, dieses kleine Abenteuer um 12 Uhr nachts hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Abo und ein Like da. Macht auf jeden Fall auch die Glocke rot, damit ihr absolut nichts mehr verpasst. Wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr es gerne über Instagram. Und wenn ihr solche Ausrüstungsgegenstände haben wollt, die ich auch nutze, könnt ihr mal bei mir in der Titelbeschreibung reinschauen. Da habe ich das alles über Amazon verlinkt. Da tut ihr dem Kanal auch etwas Gutes. Kanalmitgliedschaft müsst ihr nicht abschließen, könnt ihr aber gerne abschließen. Dafür danke ich jeden Einzelnen und jeder Einzelnen. Genau, also Mackie und ich, wir gehen jetzt raus. Dann werden wir ins Hotel einchecken, was wir heute schon bezogen haben. Und dann werden wir endlich mal ein bisschen schlafen. Morgen dann ganz, ganz entspannt, wahrscheinlich um 7 Uhr dann aufstehen. Und dann geht es auch direkt weiter. Also von daher, vielen Dank. Lasst auch ein Abo und ein Like beim Auftrag Geschichte, beim Mackie da. Wir sind jetzt raus. Euer Random Life.